gehen in die Debatte über die Erklärung der Bundesregierung ein. Und der Herr Klubobmann Herbert Kickl hat das Wort. Bitte. Danke, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Ja, wir sind alle Zeugen geworden davon, wie in den letzten Tagen große Teile unserer Heimat durch Hochwasser und durch Überschwemmungen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Mehrere Menschen haben durch die Fluten auf tragische Art und Weise ihr Leben verloren. Und das ganze Land steht im Bann der dramatischen Bilder und der Berichte über Verwüstungen und Zerstörungen und Schäden in einem riesigen Ausmaß. Und wir alle, die wir hier zusammengekommen sind, wir wissen natürlich auch, dass hinter diesen Berichten und hinter diesen Schlagzeilen tausende erschütternde Einzelschicksale stecken. Tausende Namen, tausende Gesichter, tausende, für die diese letzten Tage eine Zeit voller Angst, voller Sorge, voller Schmerz und voller Unsicherheit gewesen ist. Binnen weniger Stunden ist das Hab und Gut unzähliger Menschen schwer in Mitleidenschaft gezogen oder vollständig zerstört worden. Das Leben hat für viele in den letzten Tagen eine ganz dramatische Wendung genommen. Ganz vieles von dem, was unter Verzicht und über Jahre hinweg mühevoll aufgebaut worden ist, was liebevoll in vielen Stunden errichtet, gebaut worden ist, renoviert worden ist, betrieben worden ist, oder Anschaffungen, für die man lange gespart hat und die viel Geld gekostet haben, sind mit einem Schlag ein Opfer der Fluten geworden. Nichts ist verschont geblieben. Felder, Wiesen, Gärten, Keller, Garagen, Häuser, Wohnungen, Geschäftslokale, Ställe, Mobiliar, Maschinen, Firmengebäude, Fahrzeuge. Und viele trifft das nicht das erste Mal. Viele stehen vor dem Nichts. Die Einsatzkräfte vor Ort, schon angesprochen, Feuerwehren, Rettungsorganisationen, das Bundesheer, die Polizei, die Hauptberuflichen und natürlich insbesondere die vielen, vielen Freiwilligen in den Bereichen der Feuerwehren und der Rettungskräfte haben wieder einmal ganz hervorragende Arbeit geleistet und sie tun das auch jetzt weiterhin, während wir hier diese Debatte führen. Sie retten und schützen Menschenleben, Tiere und Sachgüter, soweit es irgendwie möglich ist, und sie tun das ohne Schonung der eigenen Kräfte, oft bis über die eigene Erschöpfung hinaus. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle diese Einsatzkräfte, auch von unserer Seite. Auch an ihre Familien. Auch an ihre Arbeitgeber, die das alles mit ermöglichen. Aber leider ist es eben so, dass auch die größte Hilfsbereitschaft und die größte Professionalität die zerstörerische Kraft dieser Wassermassen nicht in allen Fällen bändigen kann. Und die Frage, die sich für uns jetzt hier stellt, hier in diesem Parlament, ist folgende. Was kann? Na, eigentlich vielmehr, was muss? Was muss die Politik? Was muss der Gesetzgeber jetzt tun, um die Lage der Betroffenen zu verbessern? Was müssen wir tun? Und wenn ich von Betroffenen spreche, dann spreche ich von den Betroffenen, die jetzt aktuell in dieser Krisensituation stehen. Ich spreche von Betroffenen, die es vor ein paar Jahren erwischt hat, in ähnlichen Situationen. Und ich spreche auch von denjenigen, die es in Zukunft erwischen wird, weil solche Naturereignisse leider nicht auszuschließen sind. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist das Optimum? Was ist das Beste und was ist das Sicherste, das wir gemeinsam erreichen können und erreichen wollen für diese Menschen? Wie gehen wir am nachhaltigsten vor? Und die Antwort ist aus meiner Sicht klar und logisch, weil wir kennen nämlich aus den Fällen der Vergangenheit ganz genau die Schwächen und die Mängel im System. Wir wissen das. Wir wissen, dass Opfer von Naturkatastrophen oft jahrelang auf Entschädigungs- und Unterstützungszahlungen warten müssen. Das wissen wir. Wir wissen, dass viele überhaupt leer ausgehen. Das wissen wir. Wir wissen, dass manches überhaupt gar nicht versichert werden kann. Und wir wissen, dass viele mit einem regelrechten Almosen, ich nenne das jetzt einmal so, abgespeist werden und wurden, das in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten steht. Und da gilt es anzusetzen, meine Damen und Herren, weil das es so ist, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist das Ergebnis eines falschen Systems. Wir haben ein Systemproblem.
Wir haben ein Systemproblem in der Hilfeleistung. Und ich sage Ihnen, was der Dreh- und Angelpunkt davon ist. Der Dreh- und Angelpunkt davon ist, dass trotz der vollmundigen Versprechen von rascher und unbürokratischer Hilfe, trotz dieser Versprechen sind diese Opfer in Wahrheit, ja, auf die Rolle eines Bittstellers degradiert. Das ist das Problem. Ich habe Ihnen heute genau zugehört, aber ich habe auch in der Vergangenheit genau zugehört, als es Hochwasser in der Steiermark gegeben hat, als es Hochwasser und Murenabgänge in Kärnten gegeben hat. Und ich darf Ihnen nur ein Zitat jetzt vom Juli 2022 bringen. Die Situation ist für die Kärntnerinnen und Kärntner im Krisengebiet verheerend. Viele von ihnen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Bundesregierung tut, was notwendig ist, um den Betroffenen jetzt so gut und so schnell es geht zu helfen. Denn wer schnell hilft, hilft doppelt, und dazu gehört die finanzielle Unterstützung mit Mitteln aus dem Krisenkatastrophenfonds. Das war im Juli 2022. Und ein Jahr später dann, im August 2023, haben wir dann fast dieselben Worte, wie wir sie heute vom Bundeskanzler gehört haben, in Richtung der Steiermark gehört. Sie können das auf der Homepage des Bundeskanzleramtes alles nachlesen. Wir haben das alles schon gehört. Aber was ist die Realität? Die Zahlungen sind bis heute nur teilweise oder schleppend oder überhaupt nicht erfolgt. Und das ist das riesengroße Problem. Die Menschen sind allein gelassen worden, und das ist dann das, was nach den Fluten kommt. Wenn die Fluten weg sind, dann kommt das Warten. Und das Warten ist für viele leider vergeblich. Und Ich habe diesen Punkt angesprochen. Die Opfer sind in keiner starken Position, sondern die Opfer sind in einer ganz, ganz schwachen Position. Und das muss behoben werden. Und das, was es daher braucht, ist eine Systemumstellung im Zusammenhang mit dieser Hilfeleistung. Und das wäre eine große und eine mutige Ansage gewesen. Das hätte ich mir heute hier erwartet von einer Bundesregierung aufgrund all der Erfahrungen auch der letzten Jahre. Damit dann nämlich allen Opfern solcher Katastrophen eine Zuversicht und eine klare Perspektive gegeben werden kann. Es geht also um Sicherheit, es geht um Planbarkeit, es geht um Verlässlichkeit und es geht um einen rechtlich garantierten Zusammenhalt der Solidargemeinschaft. Unsere Botschaft kann ja nur sein, wir lassen euch mit euren Schäden nicht allein. Nicht einen einzigen, keinen von euch. Im Gegenteil, wir garantieren euch als unschuldigen Opfern ein Recht auf vollen finanziellen Schadenersatz. Ein Recht, das ist etwas anderes als das, was Sie seit Jahren den Menschen anbieten. Und dieser Anspruch, der muss für jeden Einzelnen auch durchsetzbar sein, mit rechtlichen Mitteln durchsetzbar. So wie einen Bescheid, den man bekämpfen kann. Ja, da gibt's dann einen Rechtsweg und ich kann zu meinem Recht kommen. Und das fehlt jetzt weiterhin. Das ist der große Kardinalfehler. Und deswegen haben Sie auch jetzt keinen Schritt in Richtung Gerechtigkeit gemacht. Wir brauchen also sofort eine gesetzliche Regelung, die die Betroffenen aus der Rolle des Bittstellers herausbringt und die ihnen einen Rechtsanspruch auf einen Schadenersatz gewährt. Was ist das Problem an der Sache? Was ist das Problem? Dann weiß jeder, woran er ist, dann gilt für alle das Gleiche, dann wird keiner allein gelassen und aus Almosenempfängern werden dann Anspruchsberechtigte. Und das ist etwas anderes. Und es braucht noch etwas. Sie haben heute in diese Richtung argumentiert, aber es fehlt eben das entscheidende Stück. Es muss die Regel sein. Es muss die Regel sein, dass vor allem auch finanzielle Soforthilfe geleistet werden kann. Ich rede von diesen Akontozahlungen, von dieser Vorausunterstützung, ja, von diesen Sofortüberweisungen. Das muss die Regel sein. Das muss das Recht sein und kein Privileg oder keine Gnade, die einem einmal zuteil wird und das andere Mal dann halt wieder nicht. Da sind wir dann wieder beim Bittstellertum und das ist der verkehrte Ansatz. Und wir wissen ja, dass jetzt diese Zahlungen oft viele, viele Monate hinterher erfolgen und dass die Geschädigten vor dem wirklich unlösbaren Problem dann oft stehen, wie sie das alles vorfinanzieren sollen. Wie sollen sie denn die Sanierung ihrer Schäden vorfinanzieren? Mit neuen Schulden, mit einem Kredit? Und das macht die Not und die Verzweiflung noch größer. Und ich weiß das aus meiner ursprünglichen Heimat Kärnten und ich weiß das auch aus der Steiermark eben von den genannten Ereignissen, dass die Gemeinden nur ein großes Glück gehabt haben, dass es
es so viele freiwillige Spenden gegeben hat. Aber auf die kann man sich nicht verlassen, weil mit diesen freiwilligen Spenden haben sie dann diese Vorfinanzierungen vorgenommen und haben den Leuten über diese schwere Phase drüber geholfen. Und wenn es diese freiwilligen Spenden nicht gegeben hätte, dann wären die Betroffenen, wie man so schön sagt, aufgeschmissen gewesen. Und das kann es nicht sein. Genauso wenig, wie es so sein kann, dass wir weiter einen unglaublichen Kompetenz- und Zuständigkeitsdschungel in dieser ganzen Schadensabwicklung haben. Und das zu ändern, einen solchen Rechtsanspruch herzustellen und diese Sofortzahlungen zur Regel zu machen, das ist nur eine Frage des politischen Wollens hier herinnen. Das liegt an uns. Da brauchen wir uns nicht umzudrehen und zu jemand anderen hinzuschauen. Das ist unsere ureigenste Aufgabe. Und wir bekennen uns dazu, unserer Bevölkerung die bestmögliche und die raschestmögliche Unterstützung zu geben. Und das heißt, diese Unterstützung zu garantieren mit einem Rechtsanspruch. Das kann doch bitte schön für ein Land wie Österreich kein Problem sein, oder? Österreich, und davon bin ich felsenfest überzeugt, hat in erster Linie in Notsituationen für seine eigene Bevölkerung da zu sein. Das ist die allererste Priorität und die allererste Verantwortung einer österreichischen Regierung. Und dann kommt alles andere. Dann reden wir weiter über andere Hilfsaktionen. Und um diese Hilfestellung finanzieren zu können, ja, da muss dann eben woanders gespart oder woanders gestrichen werden. Aber dann muss man dann halt auch einmal reden über die Milliarden, die in die Entwicklungshilfe gehen. Dann muss man auch einmal über die Frage reden, ob das Geld in manchen Fällen nicht in Österreich besser aufgehoben wäre als zum Beispiel in der Ukraine. Das steht den Österreichern zu. Und deswegen werden wir heute auch einen entsprechenden Gesetzesantrag im Nationalrat einbringen mit diesem Kernthema Rechtsanspruch. Und sagen Sie jetzt bitte nicht, dass das nicht geht. Sagen Sie bitte nicht, dass das nicht geht. Denken Sie einfach daran, wie schnell alles gegangen ist beim Epidemiegesetz und bei den diversesten Corona-Maßnahmen. Denken Sie einfach daran und denken Sie an die tausenden Namen, an die tausenden Gesichter und an die tausenden Schicksale. Ich hoffe jedenfalls hier und heute auf Ihre Zustimmung. Ich hoffe auf die Zustimmung aller anderen Parteien. Jetzt bitte ich Sie um einen Schulterschluss. Ja? Jetzt bitte ich Sie um einen Schulterschluss, so wie es vorher der Kanzler getan hat. Wir brauchen diesen Schulterschluss, damit jeder weiß, dass niemand in Zukunft, niemand, alleine dasteht, wenn er die Hilfe der Gemeinschaft braucht. Und es kann jeden treffen. Garantiert. Das ist der entscheidende Ansatz. Und wenn unser Antrag heute nicht durchgeht, wenn er keine Mehrheit findet, ja, dann wird ein freiheitlicher Bundeskanzler dafür sorgen, dass auch in diesem Bereich in Österreich Gerechtigkeit herrscht.